Florian, ich denke mir, der Hauptgrund, warum wir dich heute beim Alge 21 Kids Day sehen, steht neben dir, die Laura. Du stammst ja eigentlich von der Schwäbischen Alb. Was verbindet dich sonst noch mit dem Allgäu, außer deine Freundin? Ja, der Hauptgrund ist es natürlich nicht. Ich trainiere jetzt schon seit 6 Jahren im Allgäu und habe da natürlich auch die Laura dann hier kennengelernt. Und ja, deshalb bin ich hier. Mir gefällt es hier gut. Wir haben auch gute Trainingsbedingungen und ja, genau. 2014 bei deiner Weltcup-Premiere in Lahti gleich auf Anhieb Siebter geworden. 2015 U23 Weltmeister, seitdem mehrmals in den Top 20 oder regelmäßig in den Top 20. Ist bislang alles, ja, ich sag mal, nach Plan gelaufen oder hättest du manches vielleicht anders vorgestellt? Ja, immer alles nach Plan gelaufen ist es natürlich nicht, aber ja, eben die Erfolge, die haben mir immer wieder Mut gegeben und vor allem letzter Winter war ich sehr zufrieden, da war ich mal konstant in den Top 20, so wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt habe und ja, ich denke, die Richtung stimmt und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Laura, jetzt bist du auch kein unbeschriebenes Blatt in der Szene. 2016 knapp eine Medaille vorbei bei der U23-WM. Platz 10 bei der Olympia vor Olympiade in Pyeongchang. Trotzdem, sage ich mal, motiviert dich das, wenn du siehst, was der Flo momentan für Ergebnisse läuft im Weltcup und ja, darüber hinaus? Ja, doch, das motiviert mich schon und ja, ist irgendwo auch ein bisschen mein Vorbild, das auch irgendwann mal in die LG 1A, ins Weltcup-Team zu schaffen und mich da auch ein bisschen etablieren zu können. Ja. Jetzt seid ihr zwar anders als das Paar Riesle-Ringwald in der gleichen Sportart unterwegs, also nicht in zwei verschiedenen. Es ist trotzdem so, dass ihr euch ja im Winter wahrscheinlich nicht so oft seht, anders unterwegs, du im Conti Cup, du mir im Weltcup. Glühen dann die Internetdrähte heiß, sag ich jetzt einmal, Skype und so weiter und so fort? Oder wie haltet ihr Kontakt über den Winter dann? Ja, wir stehen schon immer in engem Kontakt, so telefonieren auch oft und das tut mir auch gut, weil der Flo ist ziemlich cool und ruhig immer und behält immer einen kühlen Kopf und das tut dann auch manchmal ganz gut, wenn er einen dann auch wieder runterfährt. Noch sind wir nicht so weit, wir sind mitten in der Vorbereitung auf die Olympiasaison. Wie ist die Vorbereitung bis jetzt gelaufen? Sag ich mir, was habt ihr bislang hauptsächlich trainiert? Ja, wir haben dieses Jahr mehr auf Schnee trainiert. Wir waren in Norwegen am Dachsteingletscher in Oberhof. Und ja, Vorbereitung lief für mich Mai, Juni sehr gut. Und jetzt der August, der lief eher nicht so gut. Ich war erkältet und bin nicht so gut wieder zurückgekommen. Aber bis zum Winter ist ja noch ein bisschen Zeit und das wird schon wieder alles dann laufen. Laura, für dich sicherlich ein bisschen eine andere Vorbereitung in der 1B. Was habt ihr bislang gemacht? Auch so viel auf Schnee? Nee, wir waren bloß auf dem Gletscher im Juni. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt demnächst mal in die Skihalle. Aber sonst waren wir hauptsächlich Rollern, auch Bergrollern, jetzt wie LG 1A in Val di Dentro. Ja. Gute Vorbereitung. Ja, doch, denk schon. Jetzt drohen natürlich nächste Saison Olympia über allem, sage ich mal, Pyeongchang. Was sind die Ziele? Qualifizieren, auf Platzierungen schauen, jetzt speziell im Einzel. Ja, das große Ziel ist natürlich Olympia. Das ist ein absoluter Traum, da mal mitzukommen. Und ja, dann muss man weiterschauen. Ich denke, das nächste Ziel wäre dann doch die Staffel, dass wir da wieder so wie ähnlich wie jetzt in Lahti da bis zum Schluss um die Medaille dabei sind. Das wäre schon richtig cool. Du hast es angesprochen, die Herrenstaffel, die seit 2011 im Endeffekt auf eine Medaille wartet, wenn man so will. Wie siehst du die Chancen darauf, dass es bei Olympia klappen könnte? Ja, also man muss ehrlich sagen, Norwegen, Russland und Schweden, die sind schon sehr stark besetzt. Das wird schwierig für uns, die aus eigener Kraft zu schlagen. Aber Staffeln sind ja bekannt dafür, dass immer was passiert. Und wenn den großen Nationen was passiert, wollen wir natürlich die Ersten sein, wo da dastehen und dann vielleicht was abstauben können. Jetzt seid ihr mit 25 und 23 noch relativ jung. Die WM 2021, auf die ihr ja hinweist mit Allgäu 21, ist in ein paar Jahren. Wo wollt ihr dann da stehen, sage ich jetzt einmal, bei der WM? Hier in diesem Stadion vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, denke ich, hier von jedem das Ziel. Und werden dafür täglich trainieren und immer dran denken. Und ja, dann sind wir hoffentlich relativ weit vorn dabei. Flo, hast du was hinzuzufügen? Ja, sind wir hoffentlich relativ weit vorne dabei. Ja. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja, uns dann mit der Staffel ganz vorne zu etablieren und um eine Medaille zu laufen. Das ist sicherlich unser Ziel, ja. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Danke fürs Interview. Danke. Dankeschön.